Schriften oder so, sondern das sind Horte des Wirtschaftsliberalismus, diese Redaktionen. Also das ist schon bezeichnend, wie man da von außen sagt, so Leute, ihr sterbt in fiskalischer Schönheit und derweil geht eure Infrastruktur kaputt. Also da gibt es natürlich auch viele andere Zeitungen, könnte ich jetzt nennen, die das anders sehen. Sagen Sie doch mal zwei vielleicht. Das muss man. Michael Hüther, also IW, sagt natürlich genau das andere, können wir auch noch mal hören. So, ich dachte, das JU-Magazin oder irgendwas. FAZ? Habe ich mich gerade ich spule jetzt nicht nochmal zurück, aber ich habe gerade FAZ gehört. In der jetzigen Form ist die Schuldenbremse. Da spricht gerade Sturmhaube George Friedman an, ja, absolut. Das ist seit, also der erste Generalsekretär der NATO, der hat ja schon gesagt, das Ziel der NATO ist, die Russen draußen zu halten, die Deutschen unten zu halten und die Amerikaner drinnen zu halten. Also das ist seit jeher das Ziel amerikanischer Politik. Bremse wie aus der Zeit gefallen. So, das ist einer eben immerhin der Leiter des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die wirkt wie aus der Divaz. Die wirkt wie aus der Zeit gefallen. Auch damals, hier, guckt euch die Statistik an. Hier, das ist die zentrale Statistik. Hier, 2009, da wurde die Schuldenbremse eingeführt. Das ist die zentrale Statistik. Die Unternehmen waren da schon, 7 Jahre fast schon. Ja, hier 2002 waren sie dann das erste Mal Nettosparer. 7 Jahre waren sie da schon Nettosparer, als der Unsinn eingeführt wurde. Und ja, sie waren da Nettosparer. Die war schon damals aus der Zeit gefallen. Sie hatte schon damals nichts mit der volkswirtschaftlichen Realität zu tun. Also die hätte man schon damals niemals einführen dürfen. Niemals. Konnte leider nicht viel sagen wegen der Panik, die ich hatte, aber Mindestlohnerhöhung angesprochen, die von der SPD blockiert wurde. Das ist interessant, das ist gut. Das hätte ich auf jeden Fall auch angesprochen. Ja, das ist, aber wie gesagt, diese geopolitische Dimension, dass wir uns gerade mit Russland entzweien, dass völlig irre gerade China provoziert wird, also in einer Art und Weise, wie das keine rationale Regierung, die auch nur entfernt was mit nationalen Interessen zu tun hat, haben sollte, jemals tun würde. Also diese Provokationen, die da gerade gegen China geschleudert werden, vor allem dieses Gerede von einem systemischen Rivalen, der China angeblich sei, also das ist ja wirklich völlig irre. Das ist noch irre als das, was da gerade gegen Russland betrieben wird. Also das sollte man auf jeden Fall auch ansprechen. Also ihr könnt ja mir erzählen, ich habe doch gerade im Chat gefragt, antwortet mir doch mal. Wurde das im Mixtalk gestern angesprochen oder ging es da nur um Nebensächliches, wie wir hier gerade bei Maybrit Illner gesehen haben? Wirtschaft in Köln. Sie haben... Der das schon immer gesagt hat, nicht nur jetzt. Der das schon immer gesagt hat. Und dann ist hier die Substanz der Frage. Sie erinnert mich in dieser Sekunde an Wolfgang Schäuble, der natürlich auch gesagt hat, dass die Schlampigkeit der Finanzplanung dieser Ampel zu Recht bestraft wurde und dass das der CDU sicherlich nutzen wird. Aber der vor ihrer Fraktion auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Spielraum jeder zukünftigen Regierung, auch einer CDU-geführten, mit diesem Urteil enorm eingeschränkt ist. Ich hoffe, zitiere richtig. Genau. Also eigentlich haben wir doch jetzt die Klarheit und Ehrlichkeit, die wir brauchen. Also in Wahlkämpfen, also diese Regierung hat zu viel versprochen. Jetzt kommt das Gericht und sagt... Ja. Alter, überlegt euch das mal. Unsere Wirtschaft stürzt gerade ab. Wir erleben eine Deindustrialisierung epischen Ausmaßes. Wir erleben wie eine Massenverarmung der Bevölkerung. Und Lindemann, ja, die Regierung hat zu viel versprochen, wir sollten jetzt noch mehr einsparen, scheißegal, was das für unsere Wirtschaft bringt. Also dieses Land ist auf Selbstmordkurs. Also ich kann mir auch dieses Gerede hier nicht mehr anhören, das hat ja wirklich gar nichts mit der Realität zu tun. Setzen und mit dem Geld auskommen. Das hat das Gericht überhaupt nicht gesagt. Doch, nein. Stopp. Nein, hat es nicht. Stopp. Lindemann lügt hier einfach. Ich habe mir das Urteil angesehen, da stand drin, die Bundesregierung darf halt nicht Gelder, die für Corona freigeben, fürs Klima verwenden und zweitens... Na, die Bundesregierung darf nicht Gelder von 2021, 2022 sich genehmigen. Das hätte sie 2021 tun müssen. Das waren die zwei Kritikpunkte. Wenn die Bundesregierung einfach ganz normal die Schuldenbremse ausgesetzt hätte, dann hätte sie das auch gedurft. Das ist politische Interpretation. Okay, politische Interpretation. Bitte. Das heißt in Zukunft... Das ist einfach eine dreiste Lüge. Das ist politische Interpretation. Die liefern sich hier gegenseitig die Stichworte um ihr unsinniges Gelaber irgendwie...
sinnvoll erscheinen zu lassen. Oh Gott, also das wäre was, wo die Moderatorin mal reingehen könnte und sagen könnte, nein, das stand nicht im Urteil, das ist einfach Quatsch, das ist keine Interpretation, das ist eine Lüge. Müssen wir ehrlicher Wahlkämpfe machen. Mhm. Das Problem ist aber, die werden sich einigen. Die sitzen Sonntagabend zusammen, gehe ich mal von aus, weil Montag die Sitzungswoche, ist immer das gleiche Schema. Sonntagabend Koalitionsausschuss, Montag geht die Sitzungswoche los, Sonntagabend einigt man sich, irgendwie kriegt man das Geld zusammen. Und ich sage Ihnen, das Kernproblem bleibt. Der Kanzler muss sich die Frage stellen, ob er es kann. Ich bin nicht mehr der Überzeugung, dass er es kann, weil er sich wegduckt. Als wären Sie es jemals gewesen, Herr Linnemann. Nein, wir haben ja ganz am Anfang, als Sie gestartet sind mit der Ukraine-Krise, haben wir Sie unterstützt. Es ist einfach so, ARD. Die CDU ist in allen wesentlichen Fragen auf Linie. Der Stellvertreterkrieg muss laufen. An der Front sollen weiter in Russen sterben. Lindsey Graham hat ja gesagt, das ist das beste Geld, das wir jemals ausgegeben haben. Mittlerweile äußert er sich auch anders. Ich meine, mittlerweile ist die Position in den USA ja nicht, dieser Krieg sollte langsam mal enden, sondern mittlerweile ist die Position in den USA wörtlich, ja, der Krieg ist vielleicht ganz gut, dass da Russen sterben, dass wir Russland schwächen, aber das kostet schon ganz schön viel. Wir haben da schon so viel bezahlt. Sollen mal ruhig jetzt die Europäer machen. Also das ist die Position, die man jetzt gerade in den USA hat. So. Gott, also ihr habt es gehört, die CDU unterstützt die Regierung gerade in allen relevanten Belangen. Zu Beginn der Ukraine-Krise haben wir sie unterstützt, das war gerade sein Wortlaut. Deutschland trennt heute, 80% vertrauen ihm nicht, sind nicht zufrieden. 80%, solche Werte hatten wir nie. Und 70% der Bevölkerung wählen nicht CDU. Oder sogar noch mehr. Wir haben Verantwortung übernommen. Wir hatten 10 Jahre Wachstum. Wolfgang Schäuble hat die... Wir hatten 10 Jahre... Oh Gott. Gott. Also erstmal hatte Europa eine der niedrigsten Wachstumsraten von allen großen Wirtschaftsräumen. Und zweitens hat das deutsche Wachstum maßgeblich darauf beruht, Lohndumping zu machen und Leistungsbilanzüberschüsse gegenüber den südeuropäischen Staaten zu erzielen. Das deutsche Wachstum hat die Eurokrise mit ausgelöst, weil es ein Wachstum war, was zulasten unserer europäischen Partner ging. Das ist ein zentraler Zusammenhang, den jetzt ein kompetenter Moderator, ich weiß nicht, wo es sowas gibt, also im öffentlich-rechtlichen Staatsfunk hier auf jeden Fall nicht, wo der mal reingrätschen könnte. Aber ja, was rede ich hier? Also sowas macht doch hier kein Moderator. Schuldenbremse nicht nur nicht eingeführt, beziehungsweise er hat sogar die schwarze Null ins Leben gerufen und die auch gelebt. Und deswegen ist das für... Ja, wir haben unsere europäischen Handelspartner über den Tisch gezogen und uns hier dann auf die Schulter geklopft, dass wir keine Schulden machen und den Griechen dann irgendwelchen brutalen Sparprogramme aufgeheizt. Das war total tolle Politik. Also es ist uns eine DNA. Also ehrlich, mit dieser politischen Elite, die sich hier selber einen runterholt darauf, dass sie die europäische Einigung ruiniert hat in den letzten 15 Jahren. Also die kannst du echt in die Tonne kloppen. Diese ganzen Altparteien müssen weg. Die haben unser Land ruiniert, die haben das vereinte Europa kaputt gemacht. Also wegen denen ist die EU in dem Zustand, in dem sie gerade ist. Das ist einfach nur erbärmlich. Also weg mit diesem ganzen politmedialen Komplex, da wir gerade unser Land hier in... Ich sollte keine zu radikalen Worte reden, sonst werde ich hier auf Twitch am Ende noch gesperrt. Aber ja, weg mit diesen ganzen Altparteien. Das ist ja furchtbar, was der Lindemann da gerade... Ich will nur sagen, wie viele Schattenhaushalte gibt es? 30? Dann beginnen Moment, 1956. Moment, die werden aber jedes Jahr neu abgerufen. Hier ist Geld in den Keller gelegt worden, Schuldengeld, sage ich mal, und das nächste Jahr wieder rausgeholt. Das ist was anderes. Ich will Ihnen nur sagen, Sie werden im Januar hier eine Sendung haben. Die Unzufriedenheit ist groß. Das ist jetzt so ein kleines Thema. Ich sage es nochmal, diese Ampel hat kein gemeinsames Fundament. Ich will mich mit draufregen, schreibt Zeller gerade. Ich weiß nicht, wie lange die Sendung hier noch läuft. Also, wir haben gerade, also im Original müsste es schon vorbei sein. Ja, ich glaube, ich hole dich heute Abend nicht mehr mit rein. Das würde jetzt, wir können ja morgen oder übermorgen nochmal schreiben, falls ich streame. Und schreibe ich dir vorher nochmal, dann hole ich dich, dann streamen wir vielleicht mal zusammen, Sella. Keine Erzählung. Und dieses Land darf nicht 2 Jahre so weitermachen. Es kann irgendwann einen Kipppunkt geben. Und wenn wir wenn wir weiter Sparpolitik machen und genau das fordert die CDU hier ja gerade. Überschreiten, kommen wir danach nicht mehr zurück. Wir haben das Thema Wirtschaft. Die Wirtschaft steht am Abgrund, der Mittelstand, die Energie. Ja, die Wirtschaft steht am Abgrund.
Was sollte man da machen? Geld ausgeben und Zinsen senken, sofort. Energieintensiven Unternehmen hauen ab. Unternehmer sagen zu mir, das Beste, was ich machen konnte, ist meinen Laden abzuschließen. Hört dieser Mann sich selber zu. Eben gerade hat er noch gesagt, bei der Ukraine-Krise standen wir am Anfang auf ihrer Seite. Ja, was hat denn dafür gesorgt, dass die Energiepreise hier so explodiert sind? Dieser bescheuerte Wirtschaftskrieg gegen Russland. Dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland. Man kann nicht sagen, ich kritisiere, dass die energieintensive Industrie abhaut und dann sagen, ja, der Wirtschaftskrieg gegen Russland, den finde ich doch ganz gut. Das widerspricht sich. Also man muss diesen Wirtschaftskrieg ablehnen, wenn man die energieintensive Industrie hier behalten will. Schließen. Ich bin froh, dass meine Kinder was anderes machen. Wir haben das Thema Migration. Ja, aber und wenn ich da nicht eine Ampel habe, die einen Fahrplan hat. Wer kennt sie nicht? Die Regierung Merkel mit ihrem klaren Fahrplan in der Migrationspolitik. Alles dafür getan, um Syrien mit zu destabilisieren und dort die Bevölkerung zur Abwanderung zu zwingen. Und dann komplett planlos, als mal 2 Millionen dieser Migranten dann hier nach Europa geschwappt sind. Also das war ja, das war ja die Regierung Merkel. Es muss ja keine Vision sein. Und am Ukraine-Krieg, da trägt Merkel durch dieses verputschte Minsk-2-Abkommen mit Schuld dran. Also Merkel hat ja heute schon zugegeben, dass das nur dazu gedacht war, um der Ukraine Zeit zu kaufen, um sie weiter mit westlichen Waffen, westlicher Militärhilfe aufzurüsten oder damit sie im Krieg gegen Russland gewappnet ist. Es war nie dazu gedacht, einen dauerhaften Frieden mit Russland anzustreben. Also das hat Merkel mittlerweile ganz offen zugegeben, der damalige ukrainische Präsident Poroschenko genauso. Also nach diesem Vertrauensbruch, welcher russische Präsident sollte jemals wieder auf den Westen hören? Also es muss ja absolut irrational aus russischer Perspektive jetzt sein, mit dem Westen nachhaltigen Frieden anzustreben. Also muss man ja auch mal sagen. Also Merkel ist schuld mit, also auf jeden Fall mitschuld daran, dass wir heute so viele Flüchtlinge aus der Ukraine haben. Sie ist auch mitschuld daran, dass wir so viele Flüchtlinge aus Syrien hier in Deutschland haben. Und Afghanistan, okay, das war damals Bush, der da maßgeblich mit einmarschiert ist. Das hätte man, ja, Deutschland hat auch mitgemacht. Können wir auch sagen, das war damals noch Schröder, der da mitgemacht hat. Aber Merkel hat nie Anstalten gemacht, daran irgendwas zu ändern an dieser katastrophalen Politik. Wir haben Afghanistan 20 Jahre besetzt gehalten. Merkel hat sich erst mit abgezogen, als die USA gesagt haben, wir ziehen ab. Komplett planlos. Also die CDU hatte nie einen Plan, nie.